Hallo zusammen. Ich bin heute in Bad Harzburg. Das befindet sich jetzt schon im Harz. Sagt der Name auch so ein bisschen, denke ich. Und stehe jetzt hier am Schloss. Dort kann man wunderbar parken. Ob ich über Nacht bleibe, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wollte ich mir jetzt Bad Harzburg erstmal anschauen. Und das Erste, was beim Parken direkt ins Auge gesprungen ist, ist hier vorne dieser Wasserlauf. Und das hat direkt wieder ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert. Weil Wasser, Sonnenschein, auch wenn es über Mittag angeblich nochmal 2 Stunden Regen geben soll, es zieht sich auch rundum überall zusammen oder zu mit den Wolken, aber das macht mir erstmal nichts. Jetzt freue ich mich über diesen Anblick hier. Das ist doch wunderschön. Auch im Hintergrund dieser kleine Kirchturm, der da schon zu sehen ist. Also, wie immer, wenn ihr mögt, bleibt dran und begleitet mich hier durch Bad Harzburg. Ja, wie ihr sehen könnt, konnte ich es mir nicht nehmen, hier auch noch mal direkt hinzugehen. Alleine der Klang, wie das da runterkommt. Wunderschön. Und oberhalb sieht man dann auch den Zulauf und diesen Teich. Schön mit dem alten Baumbestand im Hintergrund. Dort die Kirche. Herrlich. Und hier in diesem Teich ist auch eine Unmenge an Fischen. Ich hoffe, das erkennt man jetzt so. Ja, man müsste es gut sehen. Lauter, ich glaube, Rotfedern heißen die. Und was für eine schöne kleine Kirche hier. Ich gehe mal so ein bisschen drauf zu. So, alter gemauerter Stein. Mit der Sonne, das blendet gerade wieder ziemlich. Aber ich bin ja froh, dass die Sonne da ist. Ich habe tatsächlich nur einen Pullover eben an, nicht mal eine Jacke. Das tut schon sehr gut. So, jetzt sieht man mal hier so ein paar Details. Wenn ich das Ganze jetzt richtig gelesen habe, müsste diese Kirche von 1686 sein. Das ist ein echtes kleines Juwel, finde ich. Auch hier weiter entlang des Parks der Wasserlauf noch mal so schön. Schaut mal, da sitzt ein Eichhörnchen mit einer Nuss in der Schnute. Oh, nicht wegrennen. Naja, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Hier von vorne hat man jetzt auch einen schönen Anblick auf die Nebengebäude, wo das Vollblutgestüt untergebracht ist. Und zu dieser Seite dann nochmal auf das Hauptgebäude. Ja, hier jetzt mal wieder gegens Licht, aber auch so ein Nebentrakt vom Bündheimer Schloss hier in Bad Harzburg, wo der Deutsche Kinderschutzbund und ein Jugendtreff untergebracht ist. Die ganze Anlage hier ist super in Schuss und ja, total schön. Egal, ob es jetzt das Hauptgebäude oder die Nebengebäude sind, die Gartenanlage und auch das Ganze wird ja genutzt. Das finde ich umso schöner, dass es nicht einfach nur zum Angucken ist, sondern auch noch mit Leben gefüllt wird. Hier dieser kleine Schlossgarten davor. Schon klasse gemacht. Mittlerweile bin ich jetzt hier oben am Wildpark angekommen. Ich bin heute zu Fuß unterwegs, deswegen dauert alles ein bisschen länger, aber mir war irgendwie nach Laufen heute.
Der Wildpark hier ist leider eingefasst mit sehr hohen Metallstabbandenzäunen. Das macht es aus meiner Sicht nicht ganz so schön, aber die Tiere zu sehen entschädigt natürlich für einiges, auch wenn sie eingefangen sind. Und deswegen werde ich jetzt hier noch eine kleine Runde drehen. Direkt neben dem Wildgehege ist hier ein Golfplatz. Mich hat es vorhin hier in die Richtung gehen schon gewundert, wo man die ganze Zeit den Rasenmäher hört, aber jetzt ist es klar. Was man ja sagen muss, das Gelände hier ist sehr weitläufig und auch so halbwegs naturbelassen. Natürlich immer so ausgelegt, damit die Besucher was sehen. Aber die Tiere wirken zumindest entspannt. Ich sehe das immer so, ne? Bin immer hin und her gerissen. Ich finde es schön, die hier so zu sehen. Habe aber auch oft schon die Gelegenheit gehabt, die Natur halt zu sehen. Auch relativ nah konnte man da ran. Deswegen ist das immer so ein bisschen zweischneidig. So wie hier sieht man sie natürlich in der Natur nicht. Aber ihr seht, die sind also wirklich schon sehr entspannt. Ja, hier fährt extra so mobil rum, was nur den Hundekot aufsammelt. Ich musste da gerade ein Stück hinterherlaufen. Leute, nehmt doch bitte diese Hundetüten und entsorgt es danach. Das ist echt nicht nötig. Ja, die Runde um den Wildpark, wieder runter bis hier zum Schloss. War schön. Sollte man mal gemacht haben. Und jetzt geht's zum nächsten Punkt. Ja, mittlerweile bin ich hier in der Lutherkirche angekommen. Leider sehr laut durch die Hauptstraße im Hintergrund. Aber ein tolles Objekt. Ich finde auch von hier vorne das Ganze noch mal sehr imposant. Hier jetzt auf dem Weg Richtung Zentrum von Bad Harzburg darf natürlich so ein Wasserlauf nicht fehlen. Und hier so ein schöner Blick Richtung Fußgängerzone hoch. Und oben das Schild, dass am 30. Walpurgis Nacht hier ist. Und direkt hier vor mir der Jungbrunnen von Bad Harzburg. Muss ich auch mal ein bisschen näher dran gehen. Sehr schön, die Figuren. Klasse gemacht. Eins zeige ich euch noch. Ach, wobei, ich gehe einmal rum, es ist so schön. Ich befinde mich jetzt hier am Port Louis Platz und da hat man schon mal einen Eindruck von dem Kurpark, den ich mir nachher auch noch anschauen möchte. Wunderschön, gerade bei dem Wetter. Und wieder alles richtig gemacht. Eigentlich sollte schon über eine Stunde regnen. Und wie ihr seht, schönster Sonnenschein. Ich laufe teilweise nur im T-Shirt. Klasse. Also diese Flaniermeile oder Einkaufsstraße hier hoch mit diesen alten Baumalleen direkt am Wasser die ganze Zeit. Ich finde es super, aber entscheidet selbst. Auch hier wieder so ein kleiner, schöner Park am Rande. Auch solche Objekte hier. Adermann Wellness. Das mag ich ja in dieser Region. Nein, ich liebe es, diese Holzbauten.
auch hier diese ganzen Blumenarrangements in der Stadt mit den Reitern hier schön. Das ist der Karl-Franke-Platz und ich kann euch nur sagen, hier duftet es herrlich. So süß, so lieblich. Einfach klasse. Und dann hier auch wieder entlang des Flusses. Schaut mal, hier kann man runtergehen und hat dann so auf beiden Seiten diese Sitzgelegenheiten direkt hier an diesen kleinen Stromschnellen. Und hier wieder so ein schöner Brunnen. Also ich muss sagen, Bad Harzburg gefällt mir wirklich gut. Ich habe am Anfang gedacht, oh, kleines Dörfchen, da gibt es nicht ganz so viel zu sehen, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn man mal so ein bisschen eintaucht, 1000 schöne Ecken. Also kann ich nur empfehlen. Wirklich schönes Fleckchen Erde. Wenn auch oft mit ein bisschen Verkehrslärm, aber das bleibt nun mal nicht aus. Ich habe jetzt auch mal ein Schild gesehen, passend hier zu dem Fluss. Das ist die Radau. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Mittlerweile bin ich hier im Haus der Natur, wo auch so Walderlebnisausstellungen sind. Auch für Schulklassen, wie man im Hintergrund vielleicht hören kann. Ich filme jetzt mal von hier, auch wenn es durch den Verkehrslärm gerade ein bisschen lauter ist, aber man sieht schön drüben diese Waldhäuser, die auf Stelzen gebaut sind. Finde ich optisch sehr schön. Und daneben geht die Seilbahn hoch auf den Burgberg. Eine tolle Idee und werde ich aber das nächste Mal machen, wenn man mal zu zweit hier ist. Ja, auch nochmal schön zu sehen, was alles möglich ist. Also die Bad Harzburger Sohletherme, das Burgberg-Seilbahn Richtung Kurpark. Ja, Haus der Natur hatten wir schon, eine Freieisbahn, Wildkatzen, Walderlebnis. Also es gibt noch einiges mehr. Hier gibt es auch noch den Radau-Wasserfall, was mir persönlich aber jetzt dann langsam zu viel wird, weil ich schon seit einigen Stunden unterwegs bin und das ein bisschen unterschätzt habe, wie weitläufig das doch ist. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, befinde ich mich jetzt im Kurpark, zumindest einen Teil davon. Auch hier wieder prägend in der Mitte so ein Brunnen mit den Wildkatzen drauf. Da gibt es ja hier auch ein Gehege. Im Hintergrund auch so dieses Metallkunstwerk in Form einer Wildkatze. Und ansonsten, seht selbst, viele schöne Blumen, alles blüht herrlich, ein kleiner Steingarten, das hat schon was. Trotz allem würde ich sagen, das war's mit diesem Video und diesem schönen bunten Bildern am Ende. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es gibt ja noch einiges mehr zu sehen, aber mir persönlich ist es heute genug. Alles andere wäre jetzt zwanghaft und das hat wenig Wert. Deswegen werde ich jetzt gemütlich zum Bulli zurückschlendern und erstmal die Füße ein bisschen hochlegen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.